Also wenn er dafür einen Award gewinnt, muss echt die Kameraführung dann schuld sein. Der kriegt einen Award für die Kameraführung, der andere kriegt einen Award für Storytelling oder so. Ja. Und verdient haben sie beide nicht. Nee. Ich krieg einfach den Award für den besten Hauptdarsteller. Auf jeden Fall. Okay, das ist ein bisschen sehr merkwürdig dämlich gemacht an manchen Stellen. So, du kannst dich jetzt nicht bewegen. Oh, dann läuft die Parade in dich rein. Aber tut uns leid, dann ist halt unser Fehler. Oh, nee, warte, deiner. Sie haben ihren Star getötet. Ja, es ist... Oh, von vorne. Okay, das ist gerade echt ätzend. Weil ganz ehrlich, für den Schaden konnte ich am Ende nichts. Sie haben mich an einer Szene gestoppt, wo ich in den drin stand. Ich mag die Rakete, die da durch die Gegend fährt. Ja, die ist schön. This movie needs more action. Dub. Okay, was Neues? Ja, es ist. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich bin. Ach, da darf ich dann auch nicht mehr landen. Das ist natürlich ungünstig. Vor allem sind die Regeln nicht sehr genau erklärt. Ach, ja, ich kann einfach so starten, während ich hier rumrenne. Gut, cool, danke. Ich würde aber behaupten, das bedeutet, dass er sich zumindest ein bisschen gemerkt hat, was du bisher gemacht hast. Richtig. Ja, wenn du einmal irgendwo gegenstößt, bist du quasi verloren. Da habe ich nur nicht wirklich Zeit drauf zu achten. Weil ich auf gerade der Stelle auf so viel achten muss. Also die Stelle finde ich nicht besonders schön gemacht. This movie needs more action, darling. Ja, wie soll ich den jetzt umgehen?
aber dass sich hier gerade auch in der Stadt irgendwie alles töten will. Mhm. Mhm. Also. So geht man nicht mit seinem Star um. So sehr du vielleicht Pinguine auch magst. Eben, also das finde ich gerade wirklich extrem ätzend. Ich glaube, wir gönnen dem keine Ahnung, was er war. So ein Fuchs, Wolf. Auf jeden Fall kein Vogel. Den großen Vogelfilmpreis. Bird Award. Ja, aber das siehst du dann halt auch erst, wenn du auf dem Weg dahin bist. Kommen, ne? Was nix wird. Ja. Du musst es auch mit den letzten beiden aktiviert lassen. Ja, du musst nur noch einmal die blaue Zeit um die Anzeige abziehen lassen. Auch nur noch? Ja, danach sollte das dann eigentlich sein. Ich muss sagen, mir gefiel der andere Film auch besser. Ja, das Level war einfach nur nervig. Mondpinguine als hungrige Fanbase. Mehr Punkte hat er nicht verdient. Das ist zu viel. Der schlechteste Regisseur, den ich je gesehen habe. So. Ja, wir wissen's doch. Anfang. Das will das mir jedes Mal zeigen, bis ich dahin gehe. Ja, aber du kannst doch ignorieren. Nee, weil mir dann ja jedes Mal die blöde Cutscene zeigt. Dann gehe ich lieber einmal hin, aktiviere das kurz. Dein Schlafzimmer wieder aktiviert. Das ist wunderschön. Ich will diesen Hut nicht tragen. Wie wäre es, wenn wir es einfach ganz ruhig machen? Zeitstück gesichtet. Kampf der Vögel. Schafft der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als rücksichtsloser Zünder. Eulen als Eulen. Die Zugsause. Hier fehlt ein Schlüsselein. Was? Hier fehlt ein Schlüsselitem. Ansonsten kann der Akt unmöglich sein. Hä? Ganz rausgehen? Was ganz raus? Zeig mal mal kurz dein bei dem Inventar. Geh nochmal zurück, geh mal auf Anstecker. Oh, kann das sein, dass. Ja, ich glaube, da fehlt dir so eine Greifhakenfähigkeit, die du kaufen konntest.
Also wenn es eine Fähigkeit wann, ist... wo? Eben, wenn es eine Fähigkeit ist, die man kaufen kann, dann wird gesagt, aber die brauchst du jetzt, um weiterzukommen. Okay. Ziemlich dumm. Weil ich habe keinen Händler gesehen, der mir irgendwas sowas verkaufen würde. Den einzigen, den ich gesehen habe, war halt in Mafia-Stadt und der hat mir keinen Greifhaken verkauft. Es gibt, glaube ich, in Mafia-Stadt noch mehrere andere, wenn du so rumläufst. Kannst du nochmal nach Mafia-Stadt zurück? Ja. Du musst nur in die Küche gehen. Ja, aber trotzdem, das ist jetzt gerade dieses... Ich guck mal eben ganz kurz. Wenn ich da jetzt für bestraft werde, dass ich gesagt habe, gut, ich will aber erstmal den Plot weitermachen. Ist das schon ein bisschen sehr dämlich. Ich könnte jetzt natürlich hier Akt 6 und 7 in Mafia-Stadt machen, aber... Was hält dich davon ab? Eben. Ich habe nicht genug Dingens dafür. Das ja, machst du erst 7, ja. Ihre Augen funkeln. Es wird Zeit für Geld. Hexenhut haben wir schon. Ach, Garn haben und nicht brauchen ist besser als andersrum. Genau. Einmal nach oben. Da sind die Türsteher. Please. Da sind die Türsteher. Ja. Soll ich nochmal, wo soll ich hin? Den ersten haben wir immerhin. Was für eine Treppe. Das ist schon was ganz Neues, so eine Treppe. Hier noch wisst du, wo der Tresor war. Der war irgendwo auf halber Höhe oder so. Jetzt muss ich erstmal die Kamera wieder unter Kontrolle kriegen. Eishut.
Bringt es eigentlich was, weiterhin Eishutgarn zu sammeln, wenn man den Eishut bereits hat, Fuchs? Oh, da fragst du mich gerade was. Das muss es ja wohl, weil an das komme ich ja nur dran, wenn ich den schon habe. Eben. Ich habe gerade gedacht, dieser Laubhaufen oder Busch da auf dem Boden wäre so ein wildes Schweinchen, was da liegt. Okay. Warum ich das gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, so ein bisschen. Und wo geht der jetzt hin? Das ist halt das Problem, dass ich das nicht sehen kann. Ich bin dumm. Okay. Das Spiel spielt sich nicht unbedingt linear. Du musst auch manchmal in andere Chapter gehen, um dann alte Chapter, die Kapitel zurückzugehen, um dann weiterzukommen. Du springst nicht linear geradeaus die Story. Das heißt, ich muss jetzt erst in was Späteres gehen, oder? Ja, also du kannst jetzt hier das weitermachen, aber du musst dann in ein etwas Späteres gehen. Dort kriegst du dann was, wo du dann in dem Akt mit den Eulen weitermachen kommst. Okay. Also wir sind jetzt quasi... Die Eulen sind quasi, keine Ahnung, Kapitel 2.7. Und wir müssen zu Kapitel 3.4 gehen, um die Gegenstände zu finden, die wir in 2.7 brauchen. So in der Art. So in der Art, ja. Erstmal muss ich jetzt dieses letzte Ticket finden. Dann tu das. Finde das letzte Ticket. Was halt ein bisschen blöd ist, weil ich nicht sehen kann, wo der Strahl lang geht. Weil die Kamera da nicht hindreht. Nicht nee, wirklich. Der macht nur. Hä? Oh, okay. Drücke den Hut, um das Ziel zu finden. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, das ist jetzt dieses. Ja, das ist schön. Hier ist ein Strahl, der geht um die Ecke, aber. Weil die Kamera immer quasi ganz nah an mir dran ist. Das ist jetzt auch dieses Wo hier unten. Jetzt habe ich nämlich den Strahl wieder aus den Augen verloren. Da bis zu der roten Plattform, würde ich da unten sagen, was du da unten so verschwommen siehst. Sah zumindest nach bis da runter aus. Oder in die Gegend runter. Einmal Bombenvögel zerschmettern. Ein bisschen Garn. Du kannst die Garne ja auch als Ersatz für andere Sachen, Mützen einsetzen, sonst hättest du... Da ist es auf der Plattform. Ah, da. Weil sonst hättest du zum Beispiel ja deinen Hexenblock gar nicht zusammengekriegt.
zum Krabbel zuerst stillstehen. Geht doch auch so. Ja, er ist stillgestanden. Still genug. Lass ich erstmal wieder da hochkommen. Das war ein weiter Weg, den du darunter geflogen bist? Gefallen. Gefallen. Kontrolliert gefallen. Du wirst lachen, weißt du, was mir bei dem Zeitstück mal passiert ist? Hm. Ich bin so daneben gesprungen, ich bin so weit runtergeknallt, ich musste wieder einen ganz langen Weg da hochklettern. Ja, das kommt bei sowas vor. Das ist mir bei Mario auch schon häufiger passiert. Du hast den Stern, Mond, was auch immer freischaltet. Yay! Okay. Ja, weil da hüpft es nämlich jetzt, da kommst du weiter. Also wenn sowas Neues aufgeht, sollte man das quasi direkt machen. Direkt nicht, aber du kannst dann schon mal wissen, da ist dann, kann was sein, was dir eventuell weiterhilft, wenn du in der offiziellen, momentanen Situation feststecken bleibst. Subkornwald. Vertragliche Verpflichtungen. Berge das verlorene Zeitstück. Begriff des Tages Requiem. Atmosphäre angespannt. Also Berge die verlorene Zeitschrift. Ja. Ja. Der Wald brennt. Oh ja, ist ein kontrolliertes Feuer. Auch kontrollierte Feuer haben in einem Wald nichts verloren. Aber wenn es ein Brandwald ist? Ein Brandwald. Nicht wegrennen. Ja, doch, er will aber wegrennen. Du wurdest gefangen. Bald hast du dich ausgetobt. Meine Güte! Könnte meinen Hut hier lassen. Ich habe genug davon. Also wirst du unsere Seele essen und den Körper nicht wegschmeißen. Doch auch freundlich von ihm. Du wirst recycelt. Okay. Okay, wiedersehen. Kommst du da leider, glaube ich, nicht weg, oder? Das ist ja süß, ich werde mit einem Regenschirm angegriffen. Ja dann, tschüss. Finde das Subkondorf, töte die Geister, säubere den Subkornbrunnen. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 1, Akt 2. Ich werde folgende Geisel nehmen. Deine Seele! Aber halt das nur alles, was du nicht findest.